Die Firma hieß das immer nur bei uns in der Familie. Es ist das Lebenswerk meines Vaters, was er vom Küchentisch bis zum mittelständischen Unternehmen erschaffen hat. Mich verbindet mit der Firma alles. Und da arbeiten zu dürfen, dann als Erwachsener, das hat was von nach Hause kommen, ja, definitiv. Die Leidenschaft für die Eisenbahn ist mir in die Wiege gelegt, aufgrund dessen, dass mein Vater Lokführer war. Das war mein großer Traum, Lokführer zu werden. Aber dann wurde festgestellt, dass ich eine Farbschwäche habe und damit war dieser Traum geplatzt. Als ich klein war, haben wir extra am Bahnübergang und am Bahnsteig gewartet. Ich wollte unbedingt sehen, wie der Zug wegfährt. Und habe mir gedacht, da will ich auch mal drin sitzen, vorne drin, Position 1, und bin Lokführer geworden. Aufgeben gibt es für mich nicht. Eisenbahn ist und bleibt mein Leben. Und heute bin ich verantwortlich für über 3000 Autotransportwaggons da aus Alman AG. Die Herausforderung ist, dass die Autos immer größer, schwerer, breiter werden. Und die müssen wir natürlich schadensfrei transportieren. Und wenn der Zug letztendlich rollt, wenn die Verkehre laufen, ist das ein schönes Erlebnis. Als Kontrolleur braucht man ein gewisses Auge. Man spielt mit dem Licht und dann sieht man auch die Dellen. Alle Fahrzeuge, die wir hier sehen, sind einmal durch unsere Hände gegangen. Wir haben die kontrolliert und das ist ja wirklich eine Menge her. Wir sitzen alle in einem Bus und wir versuchen natürlich auch zu lachen und mal Spaß zu haben, dass wir wie ein Reißverschluss miteinander arbeiten. Und miteinander bezieht sich auf sämtliche Religionen und Nationalitäten hier bei uns. Mich interessieren Autos. Das ist meine Welt. Deshalb gehe ich auch gerne noch mal 30 Jahren hierher. Macht mir Spaß. Das Bereichernde hier an diesem Arbeitsplatz für mich ist, dass kein Tag dem anderen gleicht. Jeden Tag auch neue Automodelle. Und bevor diese Fahrzeuge irgendwo in der Werbung auftauchen, haben wir sie schon längst gefahren. Wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann erkläre ich ihm, ich fahre einen dicken Mercedes, 450 PS, sitze vor der Couch und schaue am Fenster nach. LKW fahren. Routine gibt es in meinem Aufgabengebiet nicht. Wenn ich morgens aufstehe und in die Arbeit fahre, weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Wir sind die Zentrale, wo alles zusammenfließt. Es ist sehr familiär auch. Mit den Fahrern, die wir täglich am Telefon haben, die ganze Woche einfach nicht zu Hause sind, für die wird man halt auch so ein bisschen Familie. Und die erzählen dann auch gerne Probleme, Sorgen, Freuden. Autotransporter fahren ist eine Herausforderung. Das kann kein jedes Kind. Das ist Leidenschaft pur, wie ein Virus. Wenn du den einmal hast, den wirst du nie wieder los. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren bei der Firma Altmann. Das spricht eigentlich für sich. Ich fühle mich wohl hier. ARS Altmann bedeutet für mich Familie. Wir sind alle irgendwo so ein bisschen Autospinner. Hier gibt es eigentlich niemanden, dem Autos egal sind. Und das eint uns. Da sind wir am Ende des Tages alle gleich. Ja? Vom Platzarbeiter bis zum Vorstand. Die Zukunft bleibt spannend. Es gibt große Herausforderungen. Einsparung von CO2, Digitalisierung. Wir sind gut dafür aufgestellt. Wir haben eine gute Mannschaft von Leuten, die mit Hingabe an dem Thema Automobil und Transport arbeiten.